So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von City Skylines. Ich hoffe, jetzt sind die Probleme mit der Maus weg. Dürfte ziemlich gut aussehen. Ich werde mir auch mal zum Überwachen gleich den Taskmanager aufgerufen und ich sehe, hoppala. Muss ich noch mal schnell in den Taskmanager schauen. Entschuldigt kurz, da müssen wir mal am Eck. Weil sonst geht die Maus immer rüber. Dass ich dem nur so zuteilen kann, weil sonst OBS nicht das bringt, was ich brauche. Natürlich, das Leistungsbild will ich auch noch offen haben. Gut. Live-Probleme während der Aufnahme. Ich hätte es vorher noch mal ausprobieren sollen. Sollte aber gehen, so. Das Mauspad ist auch schon so. Jetzt ruckelt wie die Sau. Vielleicht doch nicht am PC. Mal lesen im Leerlauf. Für diese Folge habe ich mir ganz neue Sachen überlegt. Ihr könnt ja mal erraten, um was es jetzt in dieser Folge gehen soll. Wenn ich die Kapazität jetzt etwas erhöhen will. Strom haben wir, jawohl. Das heißt, wenn wir jetzt so. Jetzt dürfte die Kapazität natürlich bei der Müllauslastung auch wieder passen. Die arbeiten noch gar nicht, oder? Ah, kriegen wir auch gleich wegen Strom, wenn die arbeiten. Ah, okay. Jetzt dürfte es ruckeln. Ja gut, wir haben auch die 60 FPS nicht mehr, sondern nur noch 50. Und der Prozessor ist so voll ausgelastet. Okay. Okay, anscheinend schafft City Skylines meinen PC voll auszulasten. Gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden mal ein wenig Geld sparen müssen, weil wir da 1,5 Millionen brauchen. Das habe ich mir gedacht gehabt, dass wir es dann schön hier hinsetzen. Oder dahin wäre auch. Na gut, da sind die Geschäfte wieder im Weg. Ist egal. Dahin wäre auch was. Wobei an der Autobahn wäre schöner. So hin. So hin, ja. So hin wäre gut. Abbrechen. So. Dann schauen wir mal die Gesundheitsversorgung an. Die ist hier ja ganz schlecht. Hier so und so. Also da müssen wir auf jeden Fall was machen. Da werden wir nachlegen müssen mit einem Krankenhaus hier. So wie hier müssen wir auch nachlegen, weil da ist die Abdeckung relativ schlecht.
Und schauen wir das ganze Brandschutztechnische nochmal an. Da brauche ich mir hier auf jeden Fall auch nochmal was. Was nochmal für das gesamte Gebiet sagt, vielleicht sind die Sachen sogar jetzt besser abgedeckt, jawohl. So habe ich mir das auch alles erhofft. Strom brauchen wir da ja eigentlich gar nicht die Verbindung. Weil der Strom von hier rübergesprungen ist, ja. Polizeimäßig, gut, damit brauchen wir auf jeden Fall auch was. Nur welches, ich bin für das. Machen wir das hier hin. Bildung, gut, wir sind total ungebildet hier alle, aber das ist ja erstmal egal, sage ich mal in der Hinsicht. Ja, egal. Und das, was wir in der letzten Folge angefangen haben, machen wir natürlich jetzt halt gleich mal fertig. Das wäre nach dem Status hier. Jetzt sagen, der auch 5 Sekunden dauern soll. So. Der zweite passt. Dritte passt mehr oder weniger auch. Da machen wir jetzt noch einen neuen. Um jetzt den stoppen, da fahren wir in beide Richtungen wieder. Kann man theoretisch. Da auch mit zuschalten, ja. Währenddessen hier ist, na gut, rechts abbiegen können die. Die werden angehalten, jetzt haben die mal freie Fahrt. Die könnten eigentlich schon in der davor grün haben, ja. Könnten die eigentlich schon grün haben? In der nächsten Phase ist es dann so, dass den nochmal aufrufen. Und jetzt den nächsten, dass wir die wieder stoppen. Nicht, dass eigentlich jetzt wieder von vorne anfängt, ne? Schauen wir mal, ob das was wird. Nur dass bei der einen hier, also beim letzten, beim vorletzten, das so sein muss. Weil man muss sich das gedreht vorstellen. Jetzt dauert es natürlich, bis sich die Leute auch wirklich dran halten, oder? Ach nee, halten sich sogar dran. Hätte ich gar nicht gedacht.
war natürlich keiner dort gestanden, dass wir das wirklich mal kontrollieren können, ob das auch funktioniert, ne? Klar ist auf jeden Fall, die gerade Ausfahrzeit reicht nicht aus. Das heißt, die muss länger sein. Gut, jetzt müssen wir natürlich nur noch vielleicht auch mit dem Road Customizer tun. Jetzt ist er da. Ich werde das auch wirklich festlegen. So, haben wir das auch schon mal. Das Ganze noch mal hier. Und mit dem fahren wir noch mal da rein. Da schon mal, und jetzt fahren wir noch mit. Da rein können wir nicht, nur darüber passt es. Fahren wir da geradeaus. Haben wir da schon mal. Jetzt dürfte ich die Stausituation hier auch etwas entspannen. So wie wir uns vielleicht auch hier noch mal dran zu schaffen machen sollten, ja. Hier können wir uns auch noch mal ein bisschen zu schaffen machen. Das sollten wir jetzt mal ein wenig drehen, dass wir auch alles drauf kriegen, dass nicht so viel überlappt. Alles roll, jawohl. Ach Gott. Net removed oder bestätigen. So, neu. Erstmal 10 Sekunden. Aber im vorherigen, bitteschön. Auch an der Stelle hier schon grün, der ist natürlich rot. Und hier ist auch rot. Und da auch. Gut. Dann jetzt zum nächsten. Den machen wir mal 10 Sekunden lang, hätte ich mal gesagt. Da ist hier auf jeden Fall grün.
Hier ist grün, die können rechts abbiegen. Die fahren in beide Richtungen. Die fahren auch in beide Richtungen. Da kommt wenig Verkehr, das macht nichts. Da sollte natürlich noch rot sein. Hatte ich vergessen. Der nächste dann 5 Sekunden. Fünf. Ich habe nichts geklickt, das ist wohl selber zugange, ne? Dass zumindest die ersten zwei schon mal gespeichert waren, das war schon mal gut. Dann fahren wir da nicht mehr links, dafür können wir da jetzt fahren. Hier. Auch wieder so, genau. Jetzt dazu und jetzt noch mal neu. Hier in beide Richtungen, da in keine. Da auch in keine. Nein, keine, hier fahren wir aber geradeaus schon mal und links. Hier staut sich natürlich hier und hier fällt gar nichts raus, ne? Gut, das Problem lässt sich auch eigentlich definitiv leicht beheben. Natürlich schaffe ich es jetzt, dass die Busse weiter hinten halten und dass sich es an der Ampel nicht mehr so staut. Gut, hier werden wir die Ampeln nochmal ausschalten, weil die werden wir nicht brauchen. Haben wir das schon mal geklärt. An der Stelle beende ich auch gleich mal die Folge, weil die hat schon wieder Überlänge. Will mich ja mehr an die 15 Minuten orientieren, wenn so viele Parts am Tag kommen. Wenn teilweise zwei Projekte kommen, was in Zukunft nur noch eins ist, weil die anderen jetzt so mehr und mehr auslaufen. Bis dahin, euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder im nächsten Part. Bis dahin, bye bye.